Wir sind doch keine Nazis, Big E, oder? Grüß dich, Big E. Guck mal hier, das ist Big E. Grüß dich, Big E, alles klar, Digga. Was geht? Was geht? Mit welcher Erwartungshaltung bist du denn, Big E, heute? Dreh schon mal besser in den heutigen Tag gestartet, Big E. Erzähl mir das mal. Welche Bedeutung für dich der heutige Tag? Ganz generell. Ich mag Züge. Du magst Züge? In der Tat. Und Dinosaurier. Und mein Bester, du bist heute auch in Badelaune, okay, Badestimmung. Ja, heute Abend wird noch ins Nordbad eingebrochen, natürlich. Kennst du das? Wahnsinn, ja klar. Nee, also das machen wir nicht, wir sind nicht illegal. Aber in den Burg kann man schon einbrechen, warst du das schon mal? Natürlich. Aber nicht illegal. Oder auch andere Plätze. Das darfst du doch nicht für YouTube sagen. Also, und kennst du dich gut mit Internet aus, mein Bester? Zu Hause ist mir heute mein Internet gestern besser gesagt abgekackt. Könntest du mir helfen, mal besser wieder anzuschließen? Schwierig. Damit diese tolle Kultur-Mehrwert-Videos an die Mehrheit der Bevölkerung weitergegeben werden kann. Ich supporte das natürlich, aber ich kenne mich mit Internet nicht so gut aus. Deswegen, ich kann du siehst aber aus wie so ein richtiger Nerd, Entschuldigung. Ja, aber ich bin leider keiner. Was studierst du, mein Bester? Studierst du? Politikwissenschaft. Ja, geil. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Genau. Was hältst du denn ganz grundsätzlich, Big E, von der heutigen Politiklage? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also, ja... Es könnte besser sein. Es könnte besser sein. Und was sagst du, mein Spaß, was könnte sich ja politisch jetzt noch ganz grundlegend ändern in den nächsten Monaten? Alles, Alter. Fangen wir mal an beim Gesundheitswesen. Findest du das grundsätzlich in Ordnung, was hier abläuft? Nee, das ist schon trash. Was man von Arzt zu Arzt. Das könnte man schon verbessern. So Zweiklassenmedizin, das ist schon ein bisschen trash. Genau. Und Schulpolitik, Schulwesen. Ja, das ist auch trash, Alter. Alles ist trash. Infrastruktur. Wie alles kann es trash. Sein, dass wir langsameres Internet haben als zum Beispiel die in Bulgarien? Ja, Bulgarien ist halt schon ein krasses Land, das muss man sagen. Ja, gut, aber wie kann das sein? Ich meine, Deutschland ist in der Mitte von Europa. Da muss infrastrukturell muss das einfach schneller sein. Weißt du, man muss in wichtige Sachen investieren. Nicht so in Internetbildung und so weiter, sondern in, was weiß ich, was den Berliner Flughafen Klassiker-Beispiel. Oder, ja. Oder zum Beispiel dieses, kennst du das in Hamburg, dieses Elbphilharmonieorchester? Natürlich. Das ist auch 50 Milliarden Euro draufgegangen, übertreiben. Das ist ganz wichtig. Das ist schon geil, grundsätzlich ganz wichtig. Genau. Und was macht ihr noch heute Schönes, meine Freunde? Big E, was machen wir da Schönes? Spring mal ein bisschen ins Wasser mit dem Big E, mit dem Dinosaurier. Das ist natürlich bei diesem Wetter wunderbar. Also ich würde es empfehlen, aber es ist natürlich auch immer schwierig. Also man hat ja jetzt hier nicht unbedingt eine Badehose an und dementsprechend würde ich sagen, das machen wir heute. Angenommen, ich würde dir jetzt hier eine Badehose herzaubern, Big E. Würdest du dann bereit sein, hier in diesen tollen Teich zu springen da hinten? Also ich würde sagen grundsätzlich ja, aber heute habe ich leider was anderes vor, deswegen muss ich... Jetzt erklär doch nur nochmal meinen Followern, wie du auf den tollen Namen Big E gekommen bist. Also, ne? Mein Name ist Erik und ich bin groß und deswegen... Ah, und das bist du dann, Erik? Ja, Mann. Wahnsinn, cool. Heftig, oder? Und welche Geräusche macht der Dinosaurier, ja. Erik? Alle. Wie macht er? Warte, aber ey, wir müssen kurz noch Werbung machen. Diese Shirts hier wurden von Gilko gemacht. Das ist ein, Gilko? Ja, genau. Das ist ein Designer aus Darmstadt. Das sieht auch wirklich, kann man Gilko und Lifestyle kann man auf Instagram. Das sieht doch wirklich sehr hochwertig aus. Das ist auch hochwertig. Was hast du? Das ist absolut was hast ich du da? Mein Gilko-T-Shirt leider heute nicht an. Du hast ein Afro-Man. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe einfach in den Schrank gegriffen. Und was macht ihr dort, Jungs? Geht mal Eis essen? Mit Plauze. Leider nicht, leider nicht. Mit Plauze. Wir sind unterwegs, Alter. Du weißt, businessmäßig unterwegs. Was macht ihr denn für so, Business? Ach, wir gehen so zu dieser Mietpreis-Kundgebung dort beim Justus Liebekraut. Ist das heute jetzt? Ja. Cool, da gehe ich auch im Anschluss hin. Vielen Dank, meine Freunde, an Big E und an den ehrenwerten Mann mit dem blauen T-Shirt. Bis dahin, alles Gute, einschalten, abonnieren, analysieren beim besten Kanal in Deutschland. TV! Plauze, Big E! Plauze! Yeah. Geil!